Eins, zwei, drei. Gustav, funktioniert das Mikrofon auch? Ja. Okay, wunderbar. Dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Die Dresden Titans gewinnen ihr letztes Heimspiel gegen die Eisbären Bremerhaven mit 91 zu 81. Bei mir die beiden Headcoaches Fabian Strauß aus Dresden und Stephen Key aus Bremerhaven. Wir beginnen unsere Fragen an den Gästecoach Stephen. Es war ein knappes Spiel und ihr seid sehr, sehr gut aus der Pause gekommen. Nichtsdestotrotz gab es da eine Phase, wo Dresden dann davongezogen ist. Ihr wart trotzdem immer dran. Wieso hat es heute hier in Dresden nicht gereicht zu gewinnen? Erstmal Gratulation an Fabian für eine ganz tolle Saison. Seine Arbeit ist richtig toll. Es macht Spaß, gegen ihn zu coachen. Und schade, dass wir beide dieses Jahr nicht die Playoffs erreichen können. Aber heute zum Spiel. Ja, ich glaube, der Unterschied war, wir waren immer dran. One-two Possessions oder so. Aber am Ende 20 Turnovers. Ja, kannst du wenige Spiele gewinnen, na, mit 20 Turnovers. Und dann am Ende, die haben 5 Assists mehr als wir. Wir haben 20 Assists trotzdem gehabt und die haben 25. Und das war der Unterschied bei mich. Die haben extra Pass gegeben und dann immer einen offenen Wurf bekommen. Und dann am Endeffekt mit, glaube ich, einer Dreierquote von 46 oder so, dann gewinnt man solche Spiele. Sportlich gesehen ging es heute um nichts mehr. Ja, es ging um Tabellenplatz 8, um Tabellenplatz 9, aber man hatte nicht den Eindruck, dass deine Mannschaft hier das Spiel nicht gewinnen wollte. Wie schwer war es, sich trotzdem hier für dieses letzte Spiel zu motivieren? Ja, wir haben einfach in die Kabine gesagt, seit wir alle angefangen mit Basketball, wir wollen einfach competen, na, dass wir gegen jemand anders, egal ob das für Geld oder einfach Spaß ist, einfach rausgehen und Spaß haben und zusammenspielen. Aber heute, ich bin froh, dass niemand verletzt würde, ja, ist, und dass wir noch ein Spiel mit genau den gleichen Energie, aber vielleicht mit weniger Turnover oder so haben kann. Letzte Heimspiel gegen ja, Top-Mannschaft Trier. Aber wenn wir da so weitermachen zusammen oder so für mehrere Minuten, dann würden wir eine Chance haben. Dann vielen Dank für dein Statement. Eine Abschlussfrage noch: Wie zufrieden bist du denn mit der Saison, deiner Meinung nach? Ja, in der Situation, man ist nie super zufrieden, weil Ziel war, Playoffs zu erreichen. Aber ich glaube, dass wenn man guckt über die letzten 2 Jahre, die Entwicklung für die zweite Liga ist enorm. Jahr zu Jahr ist es nicht so, wenn du letztes Jahr 7. oder 6. würde, dann, dass du automatisch einen Platz nächstes Jahr oder folgende Jahr in den Playoffs bekommst. Man muss kämpfen die ganze 34 Spieltage. Und wenn du das nicht machst, wenn du verletzt oder krank oder so bist, dann bist du in einer Position, dass du hast nicht unter eigener Kontrolle, und das war unser Beispiel dieses Jahr. Dann Stephen, vielen Dank für dein Statement. Ich entlasse dich schon aus der Pressekonferenz. Du hast ja ihr habt eine sehr lange Heimfahrt, und da drücken wir euch die Daumen für das letzte Heimspiel gegen Trier und vielen Dank für das heutige Spiel. Dankeschön. So, Fabian Strauß an meiner Seite. Gratulation zu diesem Sieg, aber auch Gratulation zu dieser Saison. Ich denke, die Stimmung hat es heute hier in Dresden gezeigt. Man kann zufrieden sein. So wie du guckst, bist du nicht zufrieden. Es war jetzt aber trotzdem nochmal ein hoch emotionaler Abschied mit Georg Vogtmann und Tanner Graham und auch Rico Gottwald wird die Dresden Titans verlassen. Wie geht's dir? Für mich war heute das Wichtigste, das Spiel zu gewinnen, einfach mit dem Hintergedanken, weil das einfach, ich glaube, einfach respektvoll Georg und Tanner gegenüber ist, ja, und den ganzen Fans hier und den ganzen Leuten hier in der Halle. Wir haben uns die Woche so lala vorbereitet. Ja, ich glaube, du hast schon ein bisschen gemerkt, dass wenn das Playoffs ja oder nein, wenn das nicht in deiner Hand ist, ja, dass du natürlich auch hier und da ein bisschen Fokus verlierst. Heute dann, glaube ich, hast du teilweise gesehen, dass wir gut Basketball spielen können und konnten. Aber wir hätten es, glaube ich, besser machen können und müssen hier und da. Aber das ist jetzt alles in der Vergangenheit, das ist jetzt alles sowas von egal. Ich ziehe einfach meinen Hut vor der Karriere von Tanner Graham. Ich bin super happy, dass ich jetzt die Chance hatte, 5 Jahre mit Georg zusammenzuarbeiten. Ja, und ohne die beiden wäre ich nicht da,
wo ich gerade bin. Ohne die beiden wären wir nicht, wo die Titans gerade wären. Deswegen ist mir heute alles andere sowas von egal, wie wir gespielt haben. Wir haben gewonnen, das ist wichtig. Ja? Aber mir ist heute alles andere egal, weil die Jungs sind einfach geile Typen und die haben das verdient heute. Und die haben die Standing Ovation verdient und die haben eigentlich noch mehr verdient. Und deswegen will ich jetzt auch gar keine weitere Frage beantworten. Ja, will einfach nur, dass die Jungs ihren Abend genießen und ich meinen Abend genieße und dann gucken wir, dass wir nächste Woche irgendwie noch Gießen knacken. Vielen Dank, Fabo. Es ist ja auch bemerkenswert, dass die Mannschaft so lange zusammengespielt hat. Die Zuschauer werden es vielleicht verfolgen. Bei anderen Mannschaften ist das nicht so, dass die so lange zusammenbleiben. Ich denke, man kann schon sagen, heute endet eine kleine Ära. Deine Ära bei den Dresden Titans geht weiter. Du hast bereits unterschrieben in deiner neuen Rolle. Deswegen schön, dass du auch wieder in Zukunft dabei sein wirst. Wie wird es jetzt weitergehen? Hast du es schon sacken lassen oder musst du erstmal den heutigen Abend überstehen? Ich habe ja gesagt, eigentlich wollte ich keine weitere Frage beantworten. Ne? Hey, ich glaube, dass klar jetzt ein bisschen ein kleiner Umbruch kommen wird, aber das ist im Sport so. Ich glaube, du hast nicht überall.